Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Civ 6 mit dem Kanadischen Reich. Wie gewohnt ein paar Worte in eigener Sache zu Beginn. Wenn euch mein kleiner Kanal gefällt, dann klickt doch bitte auf den Abonnieren-Button. Und wenn ihr am Ende des Videos sagt, hey, war ein cooles Video, hat Spaß gemacht anzugucken, dann klickt bitte auch auf den Gefällt-mir-Button. Und am besten hinterlasst noch einen Kommentar. Gerne gesehen noch ist auch immer konstruktive Kritik. So viel der Werbung gleich zu Anfang. Ich habe ein bisschen was vor, oder wir haben ein bisschen was vor. Und zwar, in der letzten Folge bin ich ja schon sehr detailliert auf die möglichen weiteren Siedlungsplätze für weitere Städte eingegangen. Derer da, ich habe zwei identifiziert. Und zwar einmal einen hier an der Küste, der sich beim Aufräumen des letzten Barbarenlagers aufgetan hat. Den finde ich sehr interessant. Und einen hier am See, hier so in der südwestlichen Ecke, auch den finde ich interessant. Also das sind im Moment die einzigen, wo ich sage, ah, okay, da könnte man sich nochmal breit machen. Ansonsten fehlt mir echt die ein oder andere Option, wo wir hingehen könnten. Aber da gucken wir dann drauf, wenn es soweit ist. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal weiter, gehen diese Themen aktiv an. Wir haben ja in 4 Runden schon den nächsten Siedler. Wir müssen eher unser Reich ein bisschen aufbauen. Und wenn man so mal auf die Weltrangliste guckt, ich bin ja maximal auf Rang 3, egal bei welcher Siegform. Also da müssen wir auch mal ruhig noch ein bisschen nachlegen. Vor allem habe ich ja so großmundig gesagt, ich will den Diplomatie-Sieg einholen und da sieht es im Moment noch so richtig grau aus. Zudem würde ich auch mal gern die eine oder andere Nation kennenlernen. Eine Runde weiter. Schon genug gequatscht, immer so 2 Minuten gleich am Anfang ist viel zu viel. So, das ist ein guter Hinweis. Die Antike ist in einer Runde vorbei und uns fehlt sage und schreibe noch ein Zeitalterpunkt, um zumindest im normalen Zeitalter zu landen. Muss man auch dazu sagen, so dramatisch ist es jetzt nicht, falls wir nicht in ein normales Zeitalter kommen sollten, weil ja, Loyalität fehlt uns zwar, aber wir haben ja eh keine Nachbarn, die uns ärgern können, von daher sehe ich das nochmal als relativ entspannt an. So, du gehst einfach mal hier in Richtung Norden und holst den Siedler als Eskorte ab. Und dich schicke ich doch mal direkt hier zum Barbarenlager. Oh, ja, das sieht man auch selten. Also das sieht man wirklich sehr selten. Also ein Barbarenlager direkt vor uns. Guck mal, nee, da versteckt sich keiner. Ja, ohne irgendeine Barbareneinheit. Auch so im Umkreis nicht. Also entweder verstecken die sich hier, oder die jagen vielleicht eine Einheit hier des Stadtstaates. Man weiß es nicht. Wir nehmen das jetzt erstmal einfach so hin. So, du solltest ein bisschen scouten. Oh, schon wieder Wüste. So, okay. Und wir haben Eleonore von Aquitanien kennengelernt. Also endlich mal eine neue Nation. Wir haben es geschafft. Wir haben endlich mal eine andere Nation neben uns kennengelernt. Und zwar auch eine Nation, die neu durch das Add-on dazu gekommen ist. Hier, Eleonore, ich sage einfach Eleanor, das ist für mich einfacher, ich breche mir ja die Zunge. Herzogin von Aquitanien, Frankreich und England. Eine Ehre, euch kennenzulernen. Und ja, würden gerne eure Gastfreundschaft nutzen. So, damit haben wir auch gleich schon die Hauptstadt entdeckt, die ja, ist schon ein Stück weit von uns weg. Damit haben wir die Schrift gepusht, endlich. Und die verfügen sogar über Eisen im Gegensatz zu uns. So, bei der Dame ist das Besondere, wer sich so ein bisschen Geschichte auskennt, ich tue es nicht. Die war sowohl, glaube ich, Königin von Frankreich als auch von England. So, und hier spielt sie aber als Französin. Von Aquitanien, vom französischen Königreich. Okay, gut zu wissen. Wir haben endlich eine andere Nation kennengelernt, mit der man vielleicht dann auch in diplomatische Beziehungen eingehen kann. Und sie ist durchweg vor uns, außer bei der Forschung. Ja, das ist auch so ein Punkt. Mal Wink an die Entwickler. Ich sehe jetzt nicht, wie viel Forschung pro Runde die Dame macht und wie viel sie erforscht hat. Also, das wird hier ein bisschen verdeckt. Und egal, was ich mache, ich sehe 6 Technologien, sollten keine 60 sein. Aber ich sehe nicht, wie viel Wissenschaft die pro Runde macht. Zumindest nicht mehr als ich, das ist doch schon mal ganz gut. So, eine Runde weiter. Hier auch kein Barbar. Kann sein, dass jetzt einer spawnt. Oh, er ist zurückgekehrt, ja, toll. Genau in dem Moment, wo ich einmarschieren wollte. Also, der muss wirklich hier direkt im Fog of War gewesen sein. So. Gucken wir mal an, was wir hier ändern können. So, gegen Barbaren kämpfen wir nach wie vor. So, wir
Haben auch noch einen Push auf die Produktion von Siedlern. Ja, das können wir auch noch drinnen lassen. Das ist, glaube ich, okay. Weil ich würde wahrscheinlich gleich im Anschluss sofort die nächsten in Auftrag geben. Von daher passt das. So, wir waren in einem normalen und sind jetzt auch in einem normalen, aber auch nur, das habe ich eben verpennt, weil ich noch die Eleanor kennengelernt habe. So, vom Widmungsbonus finde ich immer interessant, gerade am Anfang hier diese freie Forschung. Ich kriege immer einen Punkt, wenn ich ein Heureka auslöse. Das finde ich sehr gut. So, du kannst von hier, glaube ich, noch nicht schießen. Also auch nicht weiter dramatisch. So, wir gehen mal direkt in den Angriffsmodus. Und wollen das weghaben. Also ich glaube, das müsste dann das vierte, also ich glaube wirklich das vierte Barbarenlager sein, das wir ausheben. Sehr schön. So, wir haben hier einen Handwerker gebaut. Das Schöne ist, durch unseren Gouverneur hat er eine Ladung mehr. So, und die können wir jetzt natürlich auch schamlos ausnutzen. Dann fangen wir erstmal an hier bei den Wasserschildkröten, die ich noch nicht abbauen kann. Warum kann ich dieses Luxusgut noch nicht abbauen? Das würde mich doch jetzt mal sehr interessieren. So, braucht man dafür keine Fischerboote? Und das wundert mich doch gerade wirklich sehr. Ja, ich habe das schon angeschlossen. Jetzt sehe ich es hier. Gut, eine Runde verloren durch diesen misslichen Zug. Vergessen, was man in der letzten Runde gemacht hat. So, und ja, was jetzt der Scout hier natürlich auch entdeckt, ich hatte ja letztes Mal schon so ein bisschen gemutmaßt, also entweder bin ich auf einer Insel oder das ist eine kleine Landenge. So, jetzt wissen wir, es ist eine kleine Landenge, die sehr unattraktiv ist, da Wüste und auch schon komplett dicht, da, naja, da ein anderer Staat da schon sitzt und zwar halt die Französin. So, das heißt, ich bin hier unten in diesem Bottleneck. Da bin ich wirklich determiniert. Das heißt, für weitere Städte könnte es durchaus interessant sein, oder für die weitere Stadtplanung, hier irgendwo noch eine Stadt hinzusetzen. Die ist zwar jetzt so von den Ressourcen, oder dieses Areal ist von den Ressourcen nicht unbedingt sehr interessant, ja, aber ich mache dann zumindest, was die Verschickung von Landeinheiten angeht, hier dicht. Sollte man mal so ein bisschen im Auge bzw. im Kopf behalten. So, Mexico City, das scheint mir mal ein Stadtstaat gewesen zu sein, zumal Mexico City nicht unbedingt eine Stadt des Französischen Reiches war in der Vergangenheit. Also so viel geschichtliches Wissen habe ich dann doch noch. So, wir dürfen aber eine Forschung wählen. So, und da nehme ich jetzt sehr gerne die Schrift, die dauert auch nur eine Runde, sodass wir alsbald auch den nächsten Bezirk in Auftrag geben können. So, und hier würde ich dann noch auf die politische Philosophie gehen, obwohl ich leider noch keine drei Stadtstaaten entdeckt habe. So, jetzt ist es so, die Dame gibt mir mit der aktuellsten Beförderung Bauaufsicht 20% Produktion für den Bau von Bezirken. Ich würde jetzt eigentlich sehr, sehr, sehr gerne eigentlich den Campus in Auftrag geben. So, der ist jetzt aber erst in einer Runde da. So, das heißt, es könnte durchaus Sinn machen, noch einen Handwerker dazwischen zu schieben. Weil der hätte dann auch eine Ladung mehr. Das dauert 7 Runden. Oder ein Händler. Ich entscheide mich mal für den Handwerker. Gucke parallel, wie teuer ein Händler ist. Der Händler kostet mich 140, wenn ich das richtig sehe. Ich habe bald über 90. Und die Einnahme des Lagers, wenn es denn klappt, sollte mir auch noch ein paar Münzen einbringen, sodass ich eventuell sogar einen Händler kaufen kann. Das wäre sehr, sehr schön. So, ich kann Gesandten schicken. Leider bietet sich da nur ein Stadtstaat an. Mal eine Runde weiter. Mal hier unten so ein bisschen gucken, was die Dame so macht. So, jetzt war der wirklich so blöd ist rausgegangen. So, dann nehme ich das mal direkt an 35. Ja, sehr schön. Das heißt, mit der nächsten Runde habe ich genug Geld, um den Händler zu kaufen. So, ich kann zumindest noch ein paar Erfahrungspunkte sammeln, auch wenn der nicht vernichtet wird. Das übernimmt dann mein Kollege Stadtstaat. Du kannst hier noch eine Runde bleiben. Du wartest noch, bis der Siedler fertig ist. So, und du kannst ruhig mal ein bisschen bauen. So, gerade diese Stadt, der mangelt es ja so ein bisschen auch an Produktionskapazitäten. So, das heißt, es wird Sinn machen, hier erstmal eine Mine zu bauen und dann hier auch noch ein Lager. So, du erkundest mal weiter. Also ich muss jetzt hier eigentlich durch, weil irgendwann wachsen die Städte zusammen und dann habe ich gar keine Möglichkeit mehr, hier was zu machen.
So, die Forschung geht sehr schnell voran. Das finde ich sehr gut. Ja, das macht für mich natürlich auch sehr Sinn. Aber erstmal das hier, weil es einfach schon gepusht ist durch Heureka-Moment. Bleiben wir mal hier oben. So, sie ist ja noch sehr freundlich. Das ist ja schon mal ganz gut. So, der räumt hier oben den Barbaren weg. Das ist ja auch okay. So, jetzt ist der Siedler da. Den würde ich ganz gerne direkt auf die Schokolade schicken. So, schicke ich dich schon mal vor. Als Vorhut. So, du darfst hier eine Mine bauen. Ja, was mache ich denn mit dir? Mit euch? So, viel zu scouten gibt es hier nicht. Ich könnte hier ruhig mal so an den äußersten Rand einfach mal schauen, was es da so gibt. So, und was darf ich in meiner Hauptstadt bauen? Ich kaufe erstmal auf jeden Fall einen Händler. So, und würde hier auch schon direkt den nächsten Siedler in Auftrag geben. Unser Reich muss wachsen. So, ich bleibe mal hier unten. So, schicke den Händler in eine einzig andere Stadt. So, du kommst hier hin. So, du erkundest mal ein bisschen weiter. Ich bin gespannt, was wir hier so sehen oder finden. So, hier gehe ich mal auf Reiterei. Das letzte, was gepusht ist, wir müssen jetzt mal ein bisschen zusehen. Zwei Meeresressourcen modernisieren, das wird noch ein bisschen dauern. Mir fehlt noch eine. Handelsweg haben wir aber gleich. Und eine Ressource minen, das wird leider gar nichts, weil ich nichts habe, wo ich eine Mine draufbauen kann. Also ich habe hier zwar eine Mine gebaut, aber da wird nichts effektiv aus dem Boden geholt. Das müsste dann sowas wie Eisen sein oder sowas. Und das haben wir hier leider nicht. So, Pyramiden wurden abgeschlossen. Nochmal ein Blick auf die großen Persönlichkeiten. Ja, ich gehe, auch wenn ich Glück habe, gehe ich nicht leer aus, was eine Religion angeht. Okay, der macht doppelt so viele Punkte wie ich hier, der unbekannte Spieler. So, Frankreich wird jetzt einen großen Propheten rekrutieren. Den hole ich nicht mehr ein und der könnte mir gefährlich werden, weil ich mache nur zwei pro Runde. Im Moment habe ich einen kleinen Vorsprung, der ist aber in zwei Runden weg. So, das heißt, ich muss mir was überlegen. So, das Einzige, was man da machen kann, wäre noch einen Schrein bauen. Da gibt es einen Typ mehr oder einen Punkt mehr für einen großen Propheten. Oder aber man könnte eine Karte setzen für eine Joker-Politik, die ich nicht habe. So, Leute, was heißt das effektiv? Effektiv heißt das, ich überlege gerade mal laut, einen Schrein kann ich auch nicht kaufen. Ja, effektiv heißt das, wir werden wahrscheinlich wieder ohne Religion ausgehen. Ne? Ich meine, ist ja ganz einfache Mathematik. Ich habe 16. So, Frankreich wird jetzt rekrutieren. Müssen wir in der nächsten Runde gucken, dann geht eigentlich die Zahl, die für den nächsten Propheten oder die Punkte, die für den nächsten Propheten benötigt werden, hoch. So, vielleicht erkaufen wir uns da noch ein bisschen Zeit. So, der macht 8 pro Runde. So, das heißt, der wird demnächst auch den Propheten haben. Der jetzt zwar noch hinter mir ist, hat zwar weniger, aber macht 4,6. Also mehr als das Doppelte. Okay, wir können jetzt aktiv erstmal noch nichts machen. Wir könnten jetzt noch einen Tempel dazwischen schieben, aber das würde dann genau einen Punkt mehr bringen, dann hat der andere immer noch mehr. Müssen wir mal gucken, wie wir das gleich angehen, weil ich möchte mich eigentlich jetzt lieber ausbreiten, anstatt irgendwie auf die Religion zu gehen. So, dich schicken wir hier hin. So, damit haben wir einen Handelsweg eröffnet, damit hier auch die Währung gepusht. So, was können wir mit dir machen? Die schicken wir vielleicht mal hier. Vielleicht gibt es da was Interessantes zu sehen. So, du erkundest mal weiter. Hier scheint nicht so viel zu sein. Ja, und während ich so am Reden bin, ja, ich will überlegen, doch hier den Schrein zu bauen. So, wenn ich jetzt hier umstelle, gewinne ich leider nichts. Wenn ich hier mit den Bürgern ein bisschen rumspiele, nee, gewinne ich leider auch nichts. Eigentlich sind alle auf Produktionsressourcen gesetzt. Dann kann ich das ja auch lassen. Gleich kommt einer dazu, aber der wird auf kein Feld gehen, was mir zusätzliche Produktion bringt. Ein bisschen schade.
Ja, ich lasse den jetzt mal drin. Den Siedler kann ich immer noch bauen. Den Weg wird mir hier keiner verbauen. Ist zwar doof, weil ich gerne eigentlich jetzt schnell noch eine vierte Stadt gehabt hätte. Aber das Ding ist, ich will nicht ohne Religion ausgehen. Weil das Problem ist einfach, ich möchte diplomatisch spielen und nicht kriegerisch. Wenn ich jetzt keine Religion habe und einer schafft es irgendwie religiös übermächtig zu sein, kann es sein, dass ich nur kriegerisch darauf antworten kann. Das möchte ich eigentlich nicht. Also versuchen wir das mal. In der Hoffnung, dass das klappt. Leider nicht genug Religion oder Produktionskapazität. So, du kommst mal hier hin. Ich würde die Stadt, habe ich mir überlegt, halt direkt hier gründen. Weil Süßwasser, klar ist Nachteil hier Gebirge, aber würde ich es hier machen, hätte ich zwei. Ich bin schnell an dem Fisch dran. Ich habe sofort die Schokolade, ich bin schnell am Salz, ich kriege den Stein. Ich glaube, das ist ein sinnvoller Siedlungspunkt. So, hier fehlt leider natürlich Wohnraum. Die kann ich jetzt mal ruhig weiterschicken. So, dann kannst du mal hier ruhig eine Farm bauen. Die schicke ich weiter zum Erkunden. Oh, da ist schon wieder ein Barbarenlager. Also wenn ich es da schaffen sollte, wäre es das fünfte, glaube ich, wenn ich mich nicht verzählt habe. So, oh, wir haben sogar ein Stammesdorf entdeckt. Muss mal gleich gucken, wo das ist. Ah, unerreichbar. Unerreichbar für meinen Bogenschützen, weil der noch nicht über Wasser kann. So, ein Händler ist jetzt, Handwerker ist jetzt hier gebaut. So, ich würde eigentlich ganz gerne einen Campus machen. Aber jetzt habe ich in meiner unendlichen Weisheit mir das Feld eigentlich versaut, was am meisten Sinn machen würde. Ist die Frage, mache ich es trotzdem? Ja, ich mache es trotzdem. Also da habe ich jetzt wirklich gepennt. Ich wusste ja, dass halt durch das Gebirge hier ein Push auf die Wissenschaft kommt. So, und hier natürlich nicht. Ja. Wie gewonnen, so zerronnen. So, und wir gründen die nächste Stadt. Hamilton. Sehr schön. So. Und Frage ist, bleibst du hier oder schicken wir dich nach Hamilton? Nee, du bleibst mal ruhig hier und baust dann hier noch eine Farm, die ich eben abreißen durfte. So. Dich schicke ich doch mal hier hin. So, und leider kannst du noch nicht queren. Wir gucken mal hier, was es sonst noch zu sehen gibt. Auch nicht wahnsinnig viel. Dann können wir dich gleich eigentlich hier auch zurückziehen. Oh ja, das ist schon für mich hier tödlich. Dann schnell abhauen. Jetzt hat er hier sogar schon Schwertkämpfer. Sehr gefährlich. So, Hamilton kann ich leider nichts kaufen. Die Produktionsrate ist mittelmäßig. Wir bauen erstmal einen Kornspeicher. Machen wir eine Runde weiter. Okay, das gefällt mir auch schon ganz gut. Auch die Stadt hier nicht zu weit weg. Das ist schon mal ganz okay. So, und ich stelle mal eine Einheit hier hin. Wenn wir schon mal jemanden, sag ich mal, ja, geblockt haben für den nächsten Siedlungsplatz, der zugegebenermaßen noch ein bisschen auf sich warten lässt. So, jetzt mal ein Blick auf die großen Persönlichkeiten. So, jetzt muss ich sagen, hat der Bau des Tempels nichts gebracht. Also ich kann nach wie vor, obwohl, Quatsch, also aus irgendeinem Grunde hat Eleanor noch keinen Propheten rekrutiert. Es kann sein, dass sie keine heilige Stätte hat, weil die wird benötigt, um einen zu rekrutieren. So, weil normalerweise, wenn man eine große Persönlichkeit rekrutiert, ticken diese Punkte nach oben. Das ist jetzt hier nicht passiert. Der hat mittlerweile auch schon 9, der wird mich eh überholen. Ah, 4,6, ne, ist der andere. Also das ist wohl der einzige Grund. So. Ja, vor dir kann ich jetzt echt nur abhauen. So, hier wäre blöd, weil da könnte der Schwertkämpfer angreifen. Ich muss versuchen, hier rüber zu entkommen. Nochmal eine Runde weiter. Wenn der jetzt aber hier hinzieht, habe ich ein Problem. So. Hier noch eine Farm. Du gehst gleich dahin. Ich bleib mal hier unten. Also es kann sein, dass er gleich weg ist, ne? Also Eleanor ist mir hier gar keine Hilfe. So, was man machen kann. Eine Stunde im So, ich Leben. kann ja versuchen. Vielleicht hat sie ja Bock auf offene Grenzen. So, das macht die sogar. Und die gibt mir sogar ein bisschen diplomatische Gunst. So, dann machen wir das.
Weil jetzt kann ich mit ihm abhauen. Ne? Also ich versuche ihn jetzt hier auf Teufel komm raus zu retten. So, ich hoffe, dass. Ich hoffe, es reicht. Ich weiß es nicht. Ich tue alles. Ich tue alles für meine Männer. Es wird keiner zurückgelassen. So. Du erkundest mal hier. Ja, relativ unspektakulär hier noch alles. So. 17 Runden, ja, da fehlt halt wirklich Kultur. Kann man schon fast überlegen, ob man das kauft. So, 3 Ladungen hast du noch. Ich schicke dich tatsächlich mal runter. Das würde ich sogar in Kauf nehmen, das hier zu kaufen. Sehr gutes Wortspiel. So, du bleibst da mal. Mach mal eine Runde weiter. So, ja, ich glaube, der wird ihn sogar töten. Ja, Mist. Ja, da hat sogar mein politisches Ränkespiel leider nichts gebracht. Ich habe es nicht geschafft, meine Veteraneneinheit da aus diesem Kessel zu holen. Das ärgert mich jetzt richtig. Bin ich echt angepisst, weil das war die einzige Einheit, die ich auch da unten hatte. Und wirklich in dem einen Moment, wo ich diese beschissene Kack, Entschuldigung für meine Wortwahl, ich bin echt wütend gerade, Barbarenlager entdeckt habe, sind die hier gespawnt oder sind die aus dem Fog of War gekommen und haben den einfach eingekesselt. Mist. Richtig, richtig kacke. So. Was haben wir hier? Dürre. Auch neu in dem Add-on. Es herrscht eine starke Dürre hier unten. Wir sind davon erstmal nicht betroffen. So. Und auch dich ziehe ich in den Süden. Und dann schauen wir mal, wo wir stehen, liebe Leute. Also. Womit bin ich zufrieden? Wir haben eine dritte Stadt gegründet. Ich glaube, der Siedlungsplatz ist ganz okay. Da kann man auf jeden Fall mitarbeiten, haben wir ein Luxusgut dazu bekommen, was es auf der Insel hier wirklich nur, oder auf dieser Halbinsel wirklich nur einmal gibt. Wir haben hier schön aufgedeckt, müssen jetzt ein bisschen mehr für die Seeforschung machen. Also das wäre so der nächste Schritt, dass man sagt, man geht hier auf den Schiffsbau, damit man mal auch Einheiten wassern lassen kann. Das wäre auf jeden Fall spannend. Hier wird noch eine Stadt hinkommen, hier unten muss irgendwie noch was passieren, einfach nur um den Anschluss zu Eleanor zu haben. Ja, und Religion, da mache ich mir gerade massiv Sorgen drum. Weil demnächst können alle außer mir schon großen Propheten rekrutieren. Ja, und ich gehe dann wieder religiös leer aus. Und da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Aber im Moment sieht es einfach sehr stark danach aus. Leider nicht zu ändern. Ansonsten auch leider nicht zu ändern, dass ich unten eine Veteraneneinheit verloren habe. Einfach, ich würde mal sagen, durch Pech. Das war noch nicht mal meine Schuld, aber dem ist dann leider so. Mir fehlt jetzt hier unten natürlich ein Scout. Ich versuche das über eine Marineeinheit auszugleichen, die ich irgendwann demnächst mal auf große Erkundungstour schicken kann. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch meine Folge Spaß gemacht hat. Wenn dem so ist, dann klickt auf jeden Fall unten rechts auf den Gefällt mir-Button und klickt auch auf den Abonnieren-Button, der jetzt hier in der Mitte erscheint. Gern gesehen ist immer Feedback und konstruktive Kritik. Ich sage bis zu einer weiteren Folge Civ 6 mit dem Kanadischen Reich. Auf Wiederschauen.